So, und da sind wir wieder zurück bei Mirror's Edge. Direkt mal weiter hier. War das doch der? Au. Das habe ich gerade gemerkt. Okay, also den nicht zusammenschlagen, sondern eher schauen, dass man rauskommt, ne? So. Wow! Alter, leck mich doch mal. Bewegung, Bewegung! Ja, ich mach schon, ich mach schon. Oh. Aber da war eine Stange. Ja, ne, die Kombination ist jetzt doch ein bisschen mies. Ja, leck mich doch. Ah, da war eine Stange. Danke. Okay, ne, das ist. Da hast du nicht wirklich eine Chance. Da musst du schon wirklich alle einzeln irgendwie ausschalten, das ist da verdammt schwer. Ich habe zwei Füße und? Dankeschön. Alter! Alter! Ich muss wohl noch weiter hoch. Ah, okay. Und jetzt? Ah, darüber schwingen, alles klar, okay, kenne mich aus. Ist schon recht heftig stellenweise. Ist schon sehr heftig eigentlich. Na, schieß doch die zweite Scheibe kaputt, bitte.
Dankeschön. Mittig. Hoch, komm hoch. Mädchen, Mädchen. So, und nun geht's da weiter. Na, komm halt nicht. Ich hoffe es. Gut für dich. Mein kleiner Freund scheint zurück zu sein. Ist er der Attentäter? Ich weiß nicht, aber ich habe eine Vermutung, wer es weiß. Okay. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit war Rupert ziemlich gesprächig. Er hat mir von seinem Treffen mit Pops Mörder erzählt. Und jetzt willst du mir danken, richtig? Aber als ich da ankam, warte mal, wer auf mich wartete. Keine Ahnung, Faith. Ich hole mir dann nur meine Pizza. Die Jahreshauptversammlung der Cops. Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy. Ich war es nicht. Loswerden wollte. Hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht. Einer wie du kann sowas nicht organisieren. Jetzt sei doch nicht so. Rupert ist erledigt. Ich bin dran. Ich weiß nicht. Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhältst. Das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Und doch sind wir wieder hier. Aber ich fürchte, ich muss unser kleines Date leider beenden, Faith. Man verlangt nach mir. Du weißt, wie das ist. Versuch am Leben. Ich weiß genau, dass du zugehört hast. Was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Hören wir noch Border Security. Bin dran. Ich habe ihren Namen gesehen. In Roburns Büro. Noch irgendwo. Ein spezielles Logo. Hast du was? Nur, was man erwarten würde. Aber man noch mit unserer Waffe. Du schützt uns die Welt, ganz klar. Wo finde ich sie? Wir haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen. Gib mir die Koordinaten. Ich sehe mir das mal an. Lauf auf das Gebäude mit dem dämlichen Hundesymbol zu. Die Ladebucht müsste ein Eingang sein. Okay. So, und Kapitel 5 haben wir jetzt auch schon abgeschlossen. Da geht doch heute schön dahin. So. Das Gebäude mit dem dämlichen Hundesymbol. Ups. Das war in Richtung Tod, nicht in Richtung dämliches Hundesymbol. Okay, das ist Panzerglas oder so irgendwie. Alter Mann, bleib mal stehen. Solltest du vielleicht ein bisschen weniger essen, Faithy?
Oh, tschüss. So, auf Neues. Na, so geht's leichter, okay. Komm ich nicht hoch? Nee, anscheinend nicht. Ja, man kann es auch so machen, ne? Upsa. Ups. Juhu. So, muss das einfach mal sein. Hauch, 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 hauch. Gut. Ein bisschen dahinter. Okay. Yeah. Und heute geht's auch halbwegs gut voran, ne? Also. Wenn ich da denke an die erste Aufnahmesession. Gut, okay, da musste ich mich auch erstmal allgemein reinfinden und wie was ungefähr sein könnte. Mittlerweile. Hä? Wo ist Merk in? Dahinter. Verdächtige Gesichter! Du funkst nichts mehr durch. Ja, er ist tot. Geht sich nie aus. So. Okay. Oh.
geguckt, was ist hier. Ah, okay. Ich hätte nur mal schauen brauchen. Nee. So. Und nur mal gucken. Sehr nice. Also so fett sind wir es auch wieder nicht, ja. Okay. Ah, okay, das ist eine Taste. Bevor wir diesen Knopf drücken, ihr wisst es, verabschiede ich mich von euch, sag herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Teil von Mirror's Edge. Bis dahin, Tschüssikowski.